ist Ranja und willkommen zu einer neuen Folge Geburt bis zum Tod. Heute als Aliens zusammen mit der Easy. Woo! So wie immer, ich würde sagen, let's go. Wenn euch das Format gefällt, dann abonniert gerne den Kanal. Ich glaube, Aliens sind nicht lila. Und nee, dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Und genau, schaut auch unbedingt bei der Easy vorbei. Let's go. Oh mein Gott, ich glaube, es ist bald soweit. Wo sind sie denn? Wo ist die Patientin? Hier oben, hallo. Ah, da sind sie. Oh Mann, sie sehen aber sehr schwanger aus. Ihr Kopf ist richtig angeschwollen. Ja. Das Kind kommt bald raus. Machen Sie den Mund auf. Den Mund auf? Ja, Mund auf. Okay, warte, muss ich ins Wasser? Ich habe gehört, ich muss ins Wasser. Ja, sie müssen im Wasser und dann müssen sie es hochwürgen. Okay, ins Wasser und dann hochwürgen. Okay. Ja, ich helfe Ihnen. Zwei. Ich boxe ihn in den Bauch. Oh. Okay. Hab's. Haben Sie's? Fühlt sich das angenehm an. Die grüne Farbe entwickelt sich noch. Die grüne Farbe entwickelt sich? Ja, das dauert immer ein paar Monate. Alles klar, also das ist nichts Besorgniserregendes. Je älter, desto grüner werden sie. Sehen Sie mich an. Ich bin ja auch sehr blassgrün, deswegen weiß ich nicht. Aber vielleicht, weil ich erst 100 Jahre alt bin. Genau. Okay, also das ist kein Problem. Die werden einfach grüner. Das ist mein erstes Baby. Also ich bin noch ein bisschen unerfahren. Gibt's irgendwas, worauf ich achten muss? Was essen die? Naja, bitte keine Menschennahrung, wenn es geht. Keine Menschennahrung, ja, so viel habe ich mitgekriegt. Also ich habe gehört... Von unserem Planeten, okay. Ich habe noch ein paar Steine eigentlich bei mir im Haus. Ja, wir haben auch Pakete dabei, dann gebe ich Ihnen ein Paket mit Steinen mit. Oh, das wäre super. Ja, auf jeden Fall. Ja, hier, das wäre toll. So, da haben Sie das schon. Kann ich Ihnen das mal geben, bitte? Ah, danke schön. Da sind dann die Steine drin. Ja, genau. Okay, klasse, super. Wunderbar, alles klar. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute mit dem Baby. Dankeschön, Wiedersehen. Okay. Ich verstecke mich gleich. Mama, du musst mich suchen. Ich verstecke mich gleich. Ja, ich komme sofort. Ich mache noch kurz. Okay, hier hoch. Und, oh nein, ich glaube, da war sie gerade. So, es ist soweit, mein Kind. Bitte komm her. Was? Ja. Nein. Oh. Du bist jetzt alt genug. Ich bin im guten Versteck. Du wirst mich niemals finden. Hin! Ach, Mensch, immer dieses Gespiele. Hier unten vielleicht? Oh mein Gott, nein! Ja, wunderbar. Also, es ist soweit. Du bist jetzt alt genug. Hier ist dein erstes Buch. Was? Ja, dein erstes Buch. Guten Appetit. Wieder. Ich will nicht. Ich will kein Buch. Guten Appetit. Soll ich, auf. Soll ich das essen? Ja, natürlich sollst du das essen. Was sollst du sonst damit machen? Okay. In einem Stück? Oh, ich bin so stolz auf dich. Soll ich den Ball auch essen? Nein, der ist zum Spielen da. Wer ist denn bitte schön Bälle? Keine Ahnung, kann ja sein. Du wahnsinnig. Was? Ich dachte, wir spielen eine Runde. Alienball. Alienball? Ja. Okay. Gern raus, genau. Aber draußen ist es kalt. Ich will lieber rein. Wieso willst du denn reingehen? Es ist Nacht, das ist unsere Tageszeit. Warum eigentlich? Warum darf ich nicht tags draußen sein? Ich hätte gerne andere Alien-Freunde. Ich würde gern mit jemand anderem Alienball spielen. Es gibt nun mal keine Aliens auf diesem Planeten. Warum nicht? Wo sind die alle? Weil es die Erde ist. Hier wohnen die Menschen. Okay, können wir dann auf den Alien-Planeten gehen, bitte? Wir können doch nicht auf den Alien-Planeten gehen. Warum Du musst erstmal auf dem Menschenplaneten leben. Warum? Wenn du alt genug bist, kommst du auf den Alien-Planeten. Aber der ist überbevölkert. Der ist überbevölkert. Aber wie komme ich denn hoch? Hier, mit der Leiter. Ja, nicht hoch. Du weißt schon, auf den Alien-Planeten. Wann bin ich denn alt genug? Du bist doch schon alt. Warum darfst du nicht auf den... Ja, ich bin ja nur hier, weil du hier bist. Ja, okay. Sonst wäre ich doch auch schon längst wieder auf dem Alien-Planeten. Aber warum hast du mich denn nicht auf dem Alien-Planeten? Ich verstehe das nicht. Ja, okay, alles klar. Ja, ich beende den Funk. Vielen Dank. Ja, Ende und over, out. Oh Mann, wo ist denn jetzt schon wieder das Kind? Ach, hallo. Also, pass mal auf. Ich habe jetzt mit dem Ober-Alien nochmal telefoniert. Okay. Und sie sagt, du musst deine Lebensziele erfüllen. Ich habe meine schon längst erfüllt. Aber wenn du deine erfüllt hast, dann darfst du auf dem Planeten. Okay. Ja, Lebensziele kriegst du später vom Ober-Alien, wenn du alt genug bist. Wenn ich so alt bin wie du? Ich bin nicht alt, ich bin erst 100. Ich bin noch ein junges Alien. Okay. Im besten Alter. Im besten Alter? Ja. Okay, gut. Dann gehe ich jetzt schlafen und träume von meinen Lebenszielen. Mama? Mama? Schläfst nicht mehr. Mama? Hallo? Wo bist du? Hier drüben, mein Kind, im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer? Ah. Hi. Setz dich bitte. Okay. Also, du bist jetzt alt genug. Heute ist dein erster Tag. In der Schule, ich freue mich schon, so die ganzen anderen Kinder kennenzulernen. Ja, aber wir müssen noch etwas besprechen. Okay. Schau dich mal im Spiegel an.
Ich weiß, wie okay, ich schau einfach an dir runter. Okay, ich weiß, du bist grün. Menschen sind nicht grün. Menschen sind nicht grün? Menschen sind nicht grün. Du hast noch nie einen Menschen gesehen auf dieser Erde, aber sie sind aber nicht grün. Das heißt, du darfst auch nicht grün sein. Was haben die denn dann für eine Farbe? Sind die blau? Blau, natürlich. Einige vielleicht, aber du solltest Hautfarbe haben. Hautfarbe, aber Hautfarbe ist grün. Warte, ich zeig dir kurz mal. Zack, sowas ist Hautfarbe. Hä? Ja, das habe ich gelernt. Sieht komisch aus. Ja, ich weiß, es merkwürdig aussieht. Ich habe mich wieder abgewaschen. Aber das musst du auch machen. Wie soll ich das denn machen? Und du musst dir deine Haare färben, weil Pink ist auch keine Menschenfarbe. Pink ist keine Menschenfarbe? Nein, Pink ist keine Menschenfarbe. Verstehst du das? Alles klar, du musst jetzt losgehen und dich umziehen, sonst kommst du zu spät zur Schule. Okay, hier ist der Nagelsalon. Hier hat meine Mama gesagt, soll ich hin, um mich umstylen zu lassen. Mm. Hallo! Ich esse kein Eis, ich möchte drin bleiben. Hi! Hi! Ich würde gerne meine Haare anders machen, ich würde gerne meine Haut anders machen und ich hätte gerne Make-up. Du bist ein Alien. Ja, die meisten Menschen haben Angst vor Aliens. Weißt du, meine beste Freundin ist ein Alien. Kein Problem, ich helfe dir. Oh, okay, danke. Das ist voll lieb von dir. Okay, ich würde sagen, wir fangen jetzt erst einmal mit deinen Haaren an. Hier mal hinsetzen. Genau, okay. Wir machen dir erstmal eine neue Frisur. Ja, okay, alles klar. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gut, dann wollen wir mal loslegen. Hier so. Wie findest du deine neue Frisur? Wir sind fertig. Okay, oh. Okay, das einzige Problem ist nur, die Haare sind noch pink. Die Haare sind noch pink. Umfärben. Setz dich bitte mal hier auf die Maschine. Auf die grüne? Welche. Ja, setz dich auf die grüne, das passt zu dir. Okay. Und jetzt kannst du dir einmal die Haare umfärben. Das musst du bei der Maschine einstellen, was du möchtest. Das passiert dann automatisch. Irgendwie blond, gell? Ja, zum Beispiel. Also meine Mama hat gesagt, Alienfarben sind nicht gerne gesehen. Sehr schön, das sieht ja super aus. Warte, ich färbe mir auch gleich die Haare. Oh, okay, magst du deine blauen nicht? Ich mag meine blauen Haare. Warst du auch mal ein Alien? Na, ich war doch kein Alien. Oh, okay. Was müssen wir als nächstes machen? Meine Haut, jetzt oder? Jetzt habe ich braune Haare. Siehst du, das fällt weniger auf. Genau, da kannst du dich einfach hier hinsetzen. Dann färben wir dir kurz die Haut um. Oh, okay. Ich male das einfach über. So? Ja, genau. Und los. Sehr schön. Wir schon sind fertig. Ja, steh wieder auf. Zeig dich mal. Du siehst aus wie ein richtiger Mensch. Okay, das kostet dann 5 Dollar. Warte, ich muss mich kurz angucken. Ich sehe voll merkwürdig aus. Nein, du siehst voll hübsch aus. Alles in Ordnung. Okay, 5 Alien-Dollar, bitte. 5 Alien-Dollar? Weißt du was? Ich sag's deiner Mutter, die wird das schon bezahlen. Okay, meine Mama bezahlt es sicher. Mach dir einen schönen Tag. Dankeschön. Okay, in der Schule, mein erster Tag. Ich hoffe, keiner bemerkt, dass ich anders aussehe als die anderen. Ich darf... Oh, ich muss aufpassen, dass ich mir nicht die Hände wasche, sonst wären die ja wahrscheinlich auch grün. Okay, ich bin vorbereitet. Ich habe im Salon noch ein bisschen gelernt für Mathe. Dann setze ich mich mal rein. Ich bin aber, glaube ich, sogar einer der Ersten. Hier ist noch gar keiner. 3 minus. Steht hier an der Tafel. Na gut, dann warte ich mal. So, alles klar. Dann machen wir hier nochmal sauber. Hallo? Was? 3 minus? Ich habe noch immer 1 geschrieben. Hallo? Was machst du hier in der Schule am Sonntag? Jetzt ist es Sonntag. Es ist Sonntag? Was machst du hier? Ich bin hier, um in die Schule zu gehen. Aber heute sind doch gar keine Schüler da, sag mal. Oh! Ach, weißt du was? Du willst Mathe lernen? Ich kann dir Mathe beibringen. Ist gar kein Problem. Ich war früher mal Lehrerin. Warte. Pinke Haare, gell? Ja, ich habe pinke Haare. Ist das deine richtige Haarfarbe? Nein, das ist nicht meine richtige Haarfarbe. Niemand hat pinke Haare. Oh, Entschuldigung, dann vergessen Sie es. Kommst du darauf, dass jemand pinke Haare hat? Sag mal, hast du gar nichts in der Schule gelernt? Ich glaube, man muss dir noch ein bisschen was beibringen. Heute ist mein erster Tag hier. Es gibt 4 verschiedene Haarfarben. Okay, welche? Und zwar, also, du kannst entweder blond sein oder du kannst rothaarig sein. Rothaarig? Oder braun oder schwarzhaarig. Und es gibt Mischungen aus allen. Aber das ist ja komisch, dass rot geht, weil rot ist ja eine richtige Farbe und blond und schwarz und braun sind ja irgendwie eher so Matschfarben. Ja. Weil, also rot gibt's auch bei uns. Ja, es gibt sogar grau. Bei euch? Was meinst du? Rot gibt's, also hab ich schon mal gesehen, meine Mama hat rote Haare. Mama hat rote Haare. Meine Mama hat auch rote Haare. Genau. Okay, und wenn meine andere Mama hatte blonde, deswegen habe ich pinke Haare bekommen. Also hast du doch richtige pinke Haare. Ich muss weg hier. Warte, bist du ein Alien? Nein, ich bin doch kein Alien. Da würde doch niemand drauf kommen. Warte. Ich bin Lehrerin. Du bist ein Alien. Ich bin kein Alien. Nein. Ich trinke gerne Milch. Was? Aber Milch ist giftig für Aliens. Genau. Warte, woher weißt du denn überhaupt, dass du Milch trinken musst? Das garantiert ist die Putzfrau hier ein Alien. Vielleicht gibt es doch mehr Aliens, als ich dachte.
Wie lange soll ich denn hier noch warten? Da kommt noch irgendjemand? Wurde ich hier richtig hingebeamt? Oh, da unten ist jemand. Alien ans Schiff! Alien ans Schiff! Bin ich hier am richtigen Ort? Hey! Hä? Du da drüben! Hallo! Hallo? Oh, da bist du! Hey, das ist ein Mensch. Oh nein, die darf mich nicht sehen. Ich bin kein Mensch. Du bist kein Mensch? Hast du dich angemalt? Du siehst ja komisch aus. Ich bin nur... Ja, ich weiß. Sieht super merkwürdig aus. Nee, ich arbeite ja. Du arbeitest? Ja, nebenbei. Ach so? Okay, alles klar. Ja, ich bin der Oberalien. Freut mich, dich kennenzulernen. Oh, hi, ich bin Ranja. Gut. Also ich bin nur kurz hier, um dir deine Aufgaben zu geben. Oh, ich krieg heute meine Lebensaufgabe? Das heißt, ich darf auf den Alien-Planeten bald? Also Aufgabe Nummer 1 okay. ist, dich immer glücklich machen und immer das tun, was ich sage. Ich hoffe, okay. das kriegst du hin. Kein Problem. Aufgabe Nummer 2, du musst mir jetzt die Füße küssen. Was tust du denn da? Meine Füße sind doch oben an meinen Ohren. An deinen Ohren. Okay, warte. Ja, natürlich. Hier. Was denkst du denn, wo die Füße sind bei Aliens? Du hast ja gar keine Ahnung. Naja, mein Kind, Aufgabe Nummer 3 ist, du musst die Menschen für mich ausspionieren. Also such dir am besten jemanden, Menschen dem du vertraust und spionieren kannst. Oh, ich habe eine Schulfreundin. Die kann ich ausspionieren. Das klingt super. Sonst noch irgendwas? Nö, das war's. Alles muss klar. Muss ich irgendwas Spezielles ausspionieren? Oder einfach allgemein gucken, was sie macht? Du musst sie richtig ausspionieren. Du musst mitgehen zu ihr. Ich muss mitgehen zu ihr, ja, aber das ist komisch. Ja, das ist aber so. Du bist ein Alien. Was denkst du denn? Ich weiß nicht. Ja. Okay, mache ich. Jo, ist gut. Alles okay. Gute. So, wann soll ich Bescheid sagen? Welche Nummer muss ich anrufen? Wie kontaktiere ich dich? Ich komme dann auf die Erde zurückgeflogen. Bis dann. Bis Ciao. Dann. Tschüss. Okay. Dann muss ich meine beste Freundin ausspionieren? Ich meine, okay, dann ich treffe die bestimmt heute nach meiner Arbeit. Dann gehe ich mal dahin und... Die ist wirklich weg. Die hat sich weggebeamt. Wann war denn das UFO hier? Ich hätte mich mal mitbeamen lassen. So, Mann, okay. Es tut mir leid, Izzy, im Vorhinein, aber ich muss dich ausspionieren. Oh, ich glaube, so langsam kann ich zumachen. Oh, hi, Izzy. Hi, ich würde noch ein Eis haben. Willst du noch ein Eis haben? Okay. Ja. Was möchtest du? Bubblegum, bitte. Bubblegum? Ja. Alles klar, hier. Ja, nehme ich. Bitteschön. Ah, alles klar, super. So, danke. Ich mache jetzt zu den Laden. Hier? Ah, gar nichts, komm. Ja, komm, Ronja, hier. Ich habe so viel Money verdient bei meinem Job im Kino. Bei deinem Job im Kino? Seit wann arbeitest du im Kino? Ich arbeite nebenbei im Kino. Willst du was haben? Okay, dann ich würde was nehmen. Jo, bitteschön. Dankeschön. Gerne doch. Bis dann, wir sehen uns morgen. Das Eis schmeckt super. Okay, Ciao. Bis morgen. Okay, jetzt muss ich ihr irgendwie so ein bisschen versuchen, unauffällig zu folgen. Ich darf aber nicht zu viel Abstand haben, sonst verlaufe ich mich. Oder dann weiß ich nicht, wo sie hin ist. Okay, sie ist da oben. Dann einmal um die Ecke. Sie arbeitet im Kino. Das kann ich auf jeden Fall schon mal melden an das Oberalien. Ist sie hier abgebogen? Ja, okay. Dann einmal hier runter. Sie guckt zum Glück nicht nach hinten. Das heißt, ich bleibe hier unentdeckt, weil sonst würde sie sich vielleicht ein bisschen wundern. Die Izzy ist meine einzige Freundin hier als Mensch, glaube ich. Ich habe ansonsten... Oh, sie hat ein Fahrrad. Wo hat sie das denn her? Ich glaube, sie ist beim... Was, wo geht sie denn jetzt rein? Geht sie in den Flughafen? Nee, sie geht ins Kino. Ah, sie arbeitet im Kino, stimmt. Aber hat sie da nicht schon gearbeitet? Das ist mitten in der Nacht. Jo, ich wollte mir die Bezahlung abholen. Okay. Aha, alles klar, jo. Danke. Raubt sie hier das Kino aus? Nee, sie wird bezahlt, okay. Oh, ich muss mich schnell verstecken im Baum. Hier, wo steht denn jetzt nochmal mein Haus? Ah ja, das unten. Okay, Haus. Muss in die Richtung, ne? Sie hat ein Haus. Oh, sie ist mitten im... Zack, dann wollen wir mal. Das ist ja verrückt, dass sich Menschen einfach so Fahrräder machen können aus dem Nichts. Oh nein, ich verliere sie. Ich kann hier nichts machen. Ich bin nicht ansatzweise so schnell wie ein Fahrrad. Ah, okay, hab sie wieder gefunden. Hier scheinen sie zu wohnen. Hier geht's einmal rein. Oh, ich kann wahrscheinlich hier gar nicht ins Haus mit selber rein. Vielleicht kann ich einen Hintereingang finden oder sowas. Hier über die Dings. Oh, erstmal das Eis wegschmeißen, das war so widerlich, ey. Habe ich nur Ronja zuliebe gegessen. Was? Boah, sie isst gar kein Eis weg. Was merkt nicht, niemand kauft mein Eis jemals. Okay, hier kann ich gut reinschauen. Oh, lecker. Gesunde Äpfel, viel besser. Okay, jetzt. Dazu werde ich bald von mir bauen. Weil sie hat eine Statue von sich selber im Haus. Warum? Okay, die Treppen. Dann wollen wir nach oben gehen hier. Ha? Was macht sie denn? Sie ist auch ganz alleine. Was macht sie denn in ihrem Haus? Irgendwie hat sie zu viel Geld. Ich weiß, ich verstehe nicht, warum man als Kinobesitzer... Oh, die Tür ist offen. Okay, dann gehe ich nochmal hoch. Alles klar, dann können wir hier das Geld einmal in den Safe packen, was ich heute verdient habe. Oh, das ist schon ganz schön gut. Da ist sie. Vielleicht hätte ich das nochmal wiegen sollen im Badezimmer. Dann gehe ich nochmal...
Ravine. Wer wiegt denn sein Geld? Okay, das schreibe ich mir auf jeden Fall das auf. Ist ja eine Menge. 20 Kilo Scheine. 20 Kilo Scheine. In den Dings und dann hole ich mir noch mal eine Waffe raus. Oh mein Gott. Für den Fall, oh mein dass Gott. Irgendwie was ist. Genau. Wenn hier jemand ich muss hier schnell raus. Meine beste Freundin ist kriminell. Reingehen, ja. Oh mein Gott. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ah, wo ist eigentlich der Gefangene in meinem Keller? Gefangener im Keller? Okay, scheinbar sind Menschen einfach echt gefährlich. Okay, ich muss hier schnell raus, bevor noch irgendwas passiert. Okay, die Tür ist noch offen. Okay, Gott sei Dank. Weg mit dir! Was? Oh Gott, das war nicht an mich gerichtet. Oh, das mach mein Badezimmer sauber oder ich schieß weiter! Oh mein Gott, okay, ich bin schnell weg. Was? Meine beste Freundin ist kriminell? Nein, das hätte ich niemals kommen sehen. Oh mein Gott, jetzt fühle ich mich auch Gott sei Dank nicht mehr anders, weil so schlecht sie ausspioniert zu haben. Okay, das melde ich gleich dem Oberalien. Oberalien! Oberalien! Hallo? Hallo? Ich bin hier. Bitte aufmachen. Ich bin hier draußen. Hallo. Okay, ich habe nicht gut aus. Ich sehe und ich fühle mich auch nicht gut. Ich habe eigentlich meine Mission, glaube ich, erfüllt. Ich habe alles ausspioniert, was ich konnte. Mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich muss hochgebeamt werden. Kannst du mich hochbeamen? Kannst du den Leuten Bescheid sagen? Ja, ich sag den Leuten Bescheid. Dann komm mal mit. Wir können hier nicht beamen. Nicht hier? Nee, wir müssen ein bisschen gehen. Okay. Hier ist nicht genug freier Platz. Wir brauchen ein bisschen freien Platz, dass wir nicht aus Versehen einen Baum oder ein Auto mitbeamen. Oh, okay, verstehe. Ich glaube, hier auf der Straße ist es ganz gut. Auf der Straße? Ja, wollen wir das hier machen oder auf dem Feld? Was würdest du besser finden? Ich glaube aufs Feld. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier jemand kommt und es sieht. Und dann wäre die ganze Mission für, ne, für die Katze. Steig mal ein in mein Alien-Mobil. Hier bitte einmal raufsteigen. Okay. Ja, und dann fahren wir mal zum Feld. Oh, ich fühle mich auch ganz komisch mit meiner Hautfarbe. Muss ich die vorher noch ändern, hast du einfach zu lange das Make-up auf der Haut getragen und deswegen geht es so schlecht. Oh, das ist bestimmt auch giftig, oder? Ja, auf Dauer. Ist das wie Milch? Für Alien-Haut. Oh nein. Nee, so schlimm wie Milch ist es nicht. Okay. Denkst du, die Leute beeilen sich? Kann ich geheilt werden auf dem Alien-Planeten? Auf dem Alien-Planeten können wir dich auf jeden Fall heilen. Okay, alles klar, so, danke schön. Mal, hier sind wir bei der Farm. Hier bei der Farm. Am besten, ich parke jetzt erstmal hier. Hier in den Stellen ist viel Platz, ja. Genau, und dann haben wir nämlich hier genug Platz zum Beamen, also gar kein Problem. Okay. So, dann steig mal bitte ab. Okay, danke. So, dann rufe ich mal das Mutterschiff. Okay. 1, 2, 3, Alien-Königin am Mutterschiff. Gut. Beamen. Gebeamt! Oh nein, nein, die sind noch nicht da. Ich glaube, es ist zu spät für mich. Ich glaube, ich habe keine Zeit mehr. Mir geht's nicht gut. Alles wird schwarz. Viel zu schwach zum Beamen. Beamen nicht möglich. So, das war's mit dieser Folge Geburt bis zum Tod als Aliens. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere Folgen. Wenn ihr Daumen habt, wenn ihr Aliens seid, habt ihr natürlich keine Daumen. Ist das so? Dann lasst einen großen Zeh nach oben. Wenn ihr Aliens seid, dann lasst einen großen Zeh nach oben. Also wirklich, ja. Yeah! Schön gesagt. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss!